bester Freund ist nicht sehr schick, ganz selten schlank, meist etwas dick. Doch all das kümmert mich hier nicht, nicht die Figur, nicht sein Gewicht. Nur auf den Inhalt kommt es ganz alleine an, dass der mich richtig und ganz toll begeistern kann. Mein Freund ist vielseitig und sicherlich kein unbeschriebenes Blatt, doch das ist schön, weil jede seiner Seiten was zu bieten hat. Ich hab einen Freund, der begleitet mich stets. Er hat mal Freund für unser Freund. Geht mir nie auf den Keks. Das tut mein Freund doch keinen Freund. Eine große Sehne hat einen Freund und kann gar nichts dafür. Und wo bitte bleiben wir? Ihr kommt mit mir. Er ist nicht laut, er ist nicht schrill, steht da, wenn ich was von ihm will. Ist nicht ganz einfach zu verstehen, man muss ihn sich genau ansehen. Doch gerne schenke ich ihm ein Stückchen meiner Zeit, denn er ist stets für eine Überraschung startbereit. Er ist verlässlich, amüsant, ist spannend, witzig, interessant. Und nehm ich ihn zur Hand, dann führt er mich ins Abenteuerland. Ich hab einen Freund, der begleitet mich stets. Er hat mein Freund für unser Freund. Dieser Freund geht mir nie auf den Keks. Das tut mein Freund doch keinen Freund. Doch bei Sonne und bei Regen. Ja, so ein Freund ist wirklich eine große Sehnsucht. Einen Freund und kann gar nichts dafür. Und wo bitte bleiben wir? Ihr kommt mit mir. Und wenn ihr wissen wollt, um wen es geht, um wen es sich bei dieser Freundschaft dreht, dann braucht ihr euch nur einmal umzuschauen und ihr werdet euren Augen kaum trauen. Diesen Büchern gehört meine Leidenschaft. Es sind meine Freunde ganz fabelhaft. Sie haben so ein stilles, geheimnisvolles Wesen. Und um sie zu verstehen, muss man nur eins. Muss man nur eins? Man muss nur eins können, nämlich lesen. Lesen? Ich hab einen Freund, der begleitet mich stets. Mein Freund für unser Freund. Geht mir nie auf den Keks. Das tut mein Freund doch keinen Freund. Doch bei Sonne und bei Regen. Ja, so ein Freund ist wirklich eine große Sehne. Hat einen Freund und kann gar nichts dafür. Und wo bitte bleiben wir? Ihr kommt mit mir. Und was machen wir dann? Ich lese euch aus meinem Buch vor. Ein Märchen? Oder ein Gedicht? Was immer ihr wollt, meine Freunde.